Die Nazi-Luftwaffe hatte einen Meistervernehmer, Hans Scharf, dessen Taktik darin bestand, so nett wie möglich zu sein. Scharfs beste Taktiken, um Informationen von Gefangenen zu erhalten, umfassten Spaziergänge in der Natur ohne anwesende Wachen, das Zubereiten von hausgemachtem Essen, das Erzählen von Witzen, das Trinken von Bier und Nachmittagstee mit deutschen Jagdfliegeraasen. Seine Techniken waren so erfolgreich, dass das US-Militär später seine Methoden in ihre eigenen Verhörschulen integrierte.